Hey Leute, was geht? Tyson hier für Athletic Aesthetics und im heutigen Video geht es um das Thema Aufwärmen vor schweren Einheiten, sei es in der Kraftphase oder in der Peaking-Phase. Wie wärmt man sich eigentlich vernünftig auf, dass man trotzdem noch genug Kraft hat, aber trotzdem warm genug ist, um sich nicht zu verletzen? Denn, also das ist jetzt keine Zuschauerfrage, ich tue manchmal auch so eigene Fragen rein, ich denke aber, dass sich einige auch dafür interessieren werden. Ich sehe es häufig, dass Leute sich unten, also mit leichtem Gewicht, wirklich wenig aufwärmen und je näher sie ihrem Trainingsgewicht kommen, sich immer weiter aufwärmen, immer mehr Trainings, also immer mehr Aufwärmsätze oder mehr Aufwärmwiederholungen machen. Und ich frage mich immer, warum. Wir haben ja ein paar Sachen, die wir mit dem Aufwärmen verfolgen. Also warum wir uns aufwärmen. Wir wärmen uns erstens, also ich rede jetzt nicht von globalem Aufwärmen, sondern Aufwärmen in der Übung. Ja, wenn man Bankdrücken machen will, schwer, dann fängt man an, Bank zu drücken. Wie baut man das auf? Wie kommt man dann später zu seinem Trainingsgewicht? Grund Nummer 1 ist, wir möchten genug, Gelenkschmiere, Synovia heißt die so, möchten wir quasi produziert haben, bevor wir an die schweren Sätze kommen. Ja? Bedeutet quasi, wir müssen unsere Gelenke durch eine gewisse Anzahl an Wiederholungen führen, sodass quasi in der Gelenkkapsel Gelenkschmiere produziert wird, die dann quasi dafür sorgt, dass unsere Gelenke nicht so sehr aneinander reiben, sondern das Ganze schön geschmeidig wird, kein Abrieb in Anführungszeichen stattfindet und wir da schon mal safe sind. Zweiter Punkt ist, wir wollen unser Nervensystem darauf spezialisieren bzw. darauf vorbereiten, dass wir jetzt diese Übung ausführen und dass wir die auch nachher mit mehr Gewicht ausführen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen koordinativ uns darauf einspielen, okay, Nervensystem, Muskeln, Muskelzellen, ja, Gelenke, wir machen jetzt Bankdrücken. Ja, bitte, ne, hier. So, und gleichzeitig auch die Muskulatur, dass sie vernünftig durchblutet wird, dass sie nicht einfach kalt direkt belastet wird, sondern dass wir vernünftig Blut haben, dass wir vernünftig Nährstoffe drin haben und dass wir uns, also dass wir das Verletzungsrisiko quasi minimieren und so gut wie möglich den Körper darauf vorbereiten, dass jetzt schwere Einheiten kommen. Und den ersten Punkt, also quasi Gelenkschmiere, Durchblutung, und auch schon Koordination kriegt man eigentlich schon allein mit der Stange hin. Ja, also ich mache das ganz gerne so, ich mache das wie eine Pyramide. Ich fange mit der Stange an, einen Satz. Vor allem je schwieriger meine Trainingseinheit wird, damals zum Beispiel bei Smoloff oder wirklich für den One-Rap-Max, für den Extremfall zum Beispiel, mache ich so viele Raps mit der Stange, wie ich nur kriegen kann. Und sobald ich mich da noch irgendwie unwohl fühle, mache ich weiter mit diesem Gewicht. Also ich gucke quasi, dass... Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass man in die richtige Position reinkommt. Habe ich gerade komplett vergessen. Zum Beispiel der Kniebeuge ist es halt wichtiger. Deswegen bleibe ich vielleicht jetzt mal auch beim Beispiel der Kniebeuge. Dass man in die Hockeposition kommt, dass man die Muskulatur auf den vernünftigen Stretch bekommt, auf die vernünftige Temperatur bekommt, dass man in der Position, in der man nachher mit 200 Kilo oder 250 oder was weiß ich was Kilo sitzen möchte, dass man das safe ist. Dass man das quasi vorbereitet und dann fange ich an mit der Stange noch gar nicht hier oben bracen. Ne? Also wirklich, das ist dann nur... um zu gucken, okay, wie komme ich in die Hocke, ein bisschen Blut reinbekommen, durchbluten, Gelenke, Gelenkschmiere. Dann mache ich einen Satz mit 20 Kilo. Laufe ein paar Meter, ja, roll mich vielleicht mit einem Foamroller. Also ich bereite mich wirklich dann extrem darauf vor, dass die Muskulatur geschmeidig ist, dass mich nichts stört, nichts blockiert. Da darf ich nicht das Gleichgewicht irgendwie verlieren, weil ich nicht wirklich nach vorne komme. Das muss alles perfekt sein. Zweiter Satz, 20 Kilo, ganz easy. Dritter Satz, 20 Kilo, ganz easy. Und dann gehe ich hoch von 20 Kilo auf 60 Kilo. Und mach einen Satz. Wie viele Reps mache ich mit 20 Kilo? 10 Reps oder so. Dann mache ich 60 Kilo drauf. Wie viele Reps mache ich mit 60 Kilo? Wenn ich jetzt so einen 200er Max anstrebe, vielleicht noch so 8 Reps. 8 Reps, 60 Kilo. Wenn sich das gut anfühlt, dann mache ich... Vielleicht mache ich 2 Sätze mit 60 Kilo. Mache ich 2 Sätze. Ja, also wir haben 3 mit 20, 2 mit 60. Dann packe ich 100 drauf. Ja, also wir haben jetzt den Schritt 20 Kilo, 40 Kilo, also 40 Kilo Steigerung, 40 Kilo Steigerung. Packe ich 100 drauf, mache meine 4 bis 5 Reps. Man sieht, die Reps gehen schon runter. Also bei 20 Kilo habe ich 30, 40 Reps gemacht, bei 60 Kilo habe ich so 16 Reps gemacht, mit 100 habe ich nur noch 5 Reps gemacht. Fühlt sich gut an. Dann gehe ich auf 130. Also jetzt ist der Schritt schon geringer geworden, von 40 Kilo auf 30 Kilo, mache mit 130 aber nur noch 3, merke, passt alles, Gelenke, alles super. Von 130 gehe ich auf 160, wieder 30er Schritt, passt alles super, mache aber vielleicht auch nur noch 2, 3 Wiederholungen. Dann gehe ich auf 180, 20er Schritt,
mach vielleicht nur noch eine Wiederholung. Ja, wenn sich das gut anfühlt, sage ich, okay, 190, 200. Oder ich gehe direkt auf 200. Und ihr seht, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist natürlich auch gefühlsabhängig und so, ne? Aber das Beispiel ist, unten, da wo die Intensität niedrig ist, die Verletzungsgefahr niedrig ist und die Ermüdung, also quasi weil die Intensität ja niedrig ist und hier kann ich auch viel Volumen da machen, mache ich wirklich die vielen Reps. Das heißt, die Reps, die mir Gelenkschmiere bringen, die Durchblutung bringen, die mich reinbringen, die Dehnung bringen und so. Dass danach dieses Hochsteigen ist eigentlich nur noch das Nervensystem darauf zu spezialisieren, dass es nachher schwerer wird. Diese ganzen Grundlagen, Durchblutung und Bewegungsablauf und so, das mache ich schon unten. Da will ich nämlich viele Reps drin haben, weil, ohne mich halt zu ermüden. Ne? Ich möchte nachher auch viel Kraft haben. Bedeutet, im unteren Wiederholungsbereich macht ihr viele Sätze, viele Wiederholungen und das muss sich geil anfühlen. Dann geht ihr einen Schritt höher. Der Sprung kann hoch sein, also in Anführungszeichen groß, auf 60 Kilo. Beim Bankdrücken zum Beispiel auch Stange, selbst wenn ihr beim Bankdrücken 100 kriegt, könnt ihr Stange 50, 80 und dann 100 oder so machen. Und da ist die Steigung ja ein bisschen anders, da muss man sich nicht so sehr anpassen. Was ich aber sagen möchte, ist, die Schritte, in denen ihr steigert, werden von unten groß nach oben tendenziell immer geringer. Das dient der Anpassung an das Gewicht. Wirklich das Nervensystem, die Muskulatur dafür darauf vorzubereiten, dass Gewicht kommt. Aber das Volumen, das bedeutet die Wiederholungen, die wir machen, werden dann auch drastisch geringer. Das heißt, von vielen Wiederholungen mit 20 auf mittelfiele mit 60, auf ganz wenig mit 100 und dann immer weniger, bis wir zum Gewicht kommen. Und so würde ich das jedem empfehlen, weil das bedeutet, wir haben unten die komplette Vorbereitung, Durchblutung, alles vorbereitet. Ich wiederhole mich gerade, es tut mir ein bisschen leid. Haben nach oben immer nur noch die Anpassung und halten das Volumen immer gering. Das heißt, wir ermüden uns nicht. Das ist das Wichtige. Wir haben die komplette Vorbereitung und wir ermüden uns nicht. So, und ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich weiß, ich habe mich mehrmals wiederholt. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend gewesen, sondern nachvollziehbar. Ihr müsst ein bisschen Rücksicht mit mir haben, weil ich habe hier nur die Fragen und ich hau direkt raus, was ich dazu zu sagen habe. Also Volumen, unten viel, oben wenig. Intensität, unten wenig, oben viel. Und Sprünge im Gewicht, unten hoch, unten immer geringer. Unten hoch und oben immer geringer. Und genau, von der Technik her, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache das ganz locker. Die Technik wird auch von unten, also im unteren Bereich hochvolumig, habe ich die Technik noch nicht so ganz, also mit Bracing und Festmachen und so, noch nicht ganz so drin. Je nachdem, was es für eine Einheit ist. Bei einem One-Rap-Test könnte es sogar sein, dass ich unten schon das komplette Regiment abrufe. Spätestens aber ab dem zweiten Schritt habe ich das komplette Regiment drin, also wirklich fest, zack. Und auch hier nochmal abhängig von der Trainingseinheit, wenn ich ein leichteres Training habe, ist das Warm-up grober und nicht ganz so fest. Und je schwerer das Gewicht wird, zum Beispiel in der Kraftphase, ist das Warm-up immer ein bisschen ausgiebiger. In der Peaking-Phase ist es sehr ausgiebig und vor einem One-Rep-Max-Test ist wirklich alles schon wirklich schon die Atmung bei den 20 Kilo. Das ist wirklich schon on point quasi, um mich wirklich darauf vorzubereiten, was gleich passieren wird. Ach du Scheiße, 8 Minuten 40, meine Freunde. Das hätte man kürzer kriegen können. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare unter dem Hashtag FragTYSON, also FragTyson. Ihr könnt mir auch gerne drunter schreiben, also die Fortgeschrittenen unter euch, vielleicht um es den Anfängern deutlich zu machen, dass es da auch vielleicht verschiedene Herangehensweisen gibt, könnt ihr auch gerne eure Variante in die Kommentare schreiben, also wie ihr das macht, ob ihr das ähnlich handhabt wie ich, also so pyramidenförmig, ist aus meiner Erfahrung das Beste, was ich bisher machen konnte, hat sich so über die Jahre eingegliedert und war mir auch in der Smoloff und in der Vorbereitungsphase damals sehr, 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 ja, so von Vorteil. Und ja, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.